ganz ein hochkarätiges Rennen mit Ex-Weltrekordhalter Ole Kieserborn, der einen Rundrekord in 8:53 letztes Jahr gewonnen hat, mit einer Zeit knapp unter einer Minute. Und ich denke, das müssen wir auch wieder heute stimmen, um diesen Sieg zu erreichen. Es ist James Gibson, Ole Kieserborn und Giacomo Perez, die in Führung liegen und natürlich Favoriten sind in diesem Rennen. Ole Kieserborn als Sprintspezialist bekannt, in Führung nur ganz knapp, nur gerade 0,3 Sekunden Vorsprung von James Gibson, Dritter über 100 Post, bleibt dran. Für Ole Kieserborn ist es das erste Rennen seit den Olympischen Spielen und ist immer noch gleich auf, wobei James Gibson hier gar nicht zurückhält. Bei dem Ende gleich auf, das wird ganz, ganz eng. Für den Serien-Sieger oder James Gibson, den Engländer. Es ist ein Handschlag, der entscheidend wird und es gewinnt in 59 Fahrt gleichzeitig. Zwei Schwimmer unter einer Million.